Moin, ich bin der Mattis von Jutland und ich befinde mich hier auf der Scouting und Bushcraft Convention. Bin gerade angekommen und ja, bevor es ans Arbeiten geht, muss man natürlich erstmal sich in Ruhe ein bisschen ausruhen. Ich versuche euch die Tage jetzt immer ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was hier so passiert vor und während der Convention. Zum Beispiel hier der Ralf macht heute Arschbombentests. Welches wohl die beste Technik ist? Was jetzt gerade passiert ist, dass wir schon die erste Kochstelle richten. Wir haben hier Lehm und da entsteht dann gleich neben unserem schönen Sitz- und Essbot die erste Kochstelle. Und wenn ihr Fragen zu der ganzen Geschichte habt, dann könnt ihr die einfach auch jederzeit stellen. Moin moin, ich entschuldige mich. Heute war nicht so viel los, die ersten Aussteller sind gekommen, da gebe ich euch gleich einen kurzen Überblick ab. Ansonsten sind wir mit unseren Aufbauten fertig und deshalb haben wir heute uns ein bisschen mehr ausgeruht. Also hier direkt neben unserem Jutland-Gelände haben die ersten Aufsteller aufgebaut. Hier haben wir Öventura. Ja. Da hinten. Steiglichttechnik, da Martin Scherer mit seiner Petroleumlampe und alles, was Petromax so zum Kochen anbietet. Hinter der blaue Pavillon ist der Markus Grasmann, auch genannt Grasi, mit seiner Lederwelt. Und zwischendrin kommt noch der Manigl S2. Und dann hast du jetzt schon draufgehalten gehabt auf der Michael West von der Firma Eagle GmbH. Da geht es um alles, was man im Boden verankern kann. Für uns halt, bei uns erzählt er schon hier. Und hier vorne auch ganz fleißig am Aufbauen sind die Jungs von Time Forest. Guten Morgen von der Scouting und Bushcraft Convention. Die erste Workshop-Runde ist rum, es ist noch relativ entspannt. Die Leute tröpfeln so nach und nach hier auf die Zeltplätze. Die Aussteller da hinten haben mittlerweile alle aufgebaut. Da vorne findet gerade Kochen mit Kindern am Lagerfeuer statt. Und wir freuen uns auf alle, die heute noch vorbeikommen und sind gespannt, was der Tag noch so bringt. Du Buki, was gibt's denn bei den Kindern am Lagerfeuer heute? Heute kochen wir im Dutch-Ofen einen Gemüseeintopf für die Kinder. Die Kinder dürfen selber das Gemüse schneiden, haben den größten Spaß dabei und kochen nachher mit uns zusammen ein wunderbares Frühlingsgericht. Da wird ganz fleißig geschnippelt und gemacht. Jetzt immer die Finger nach innen. Seht ihr? So. Nach innen und richtig fest. Wer schon mal ein richtiges Vogelnest in der Hand hatte, der weiß, wie dicht das ist, wie fest das gearbeitet ist. Ihr drückt es quasi so nach innen. Nimm. Geil. Das Foto, komm. Jawohl. Yeah. Spitze. Stark. Komm her, sauber. Feuer machen nur mit dem Material, was die Natur uns gibt. Wir haben es gerade ausprobiert. Hat es dir gefallen? Super, es funktioniert. Ich habe das selber hergestellt und habe es zum ersten Mal zum Laufen gebracht. Habe es da schon ein paar Mal ausprobiert, aber davor hat es nie funktioniert. Also da hat es das erste Mal funktioniert, bei mir auch. Wahnsinnssache, tolle Erfahrung, können wir gerne weiterempfehlen. Und ich sitze hier auf dem Thron, ich gehe hier mal runter, da. Und da gibt es hier einen Kollegen, der immer mal wieder Sitze sägt auf der Convention. Ich bin hier gerade bei Blackwood Axe and Knife Throwing Academy, hier auf der Scouting Bushcraft Convention. Und ich muss euch sagen, es macht einen Heidenspaß, es lohnt sich hier vorbeizuschauen. Jeder kann mal eine Axt werfen und die Resultate sprechen für sich. So, bei mir ist jetzt der Dirk. Hi, und ich garantiere euch, jeder, der hierher kommt oder auch jede, die hierher kommt, wird gehen und kann die Axt werfen. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Also, herkommen lohnt sich. Ich habe den Knoten von meinem Halstuch verloren.
Tja, wo kriege ich denn jetzt wohl einen neuen her? Tja, bei Grasi. Ja, aber der ist ja leer. Ja, da machen wir auch noch was drauf. Und was können wir da drauf machen? Alles, was du willst. Ich hätte gerne so einen Gürtelrandgürtel. Machen wir was. Gut. Was können wir sonst noch bei dir alles haben und machen und kaufen und sehen? Alles Sonderanfertigung von Lederklettpatches, von Denglern, Messer, Portemonnaies, Patches mit meinem Logo, Bücher. Eichhörnchen. Also, in Grasis Leder- und Bushcraft-Welt gibt es alles, was das Herz begehrt. Sag mal, so in der Hängematte, da kann man sich schon echt gut gehen lassen. Schön vor allen Dingen, wenn man seine Hängematte einfach überall aufschlagen kann, auch wenn gerade vielleicht mal keine Bäume da sind. Und zwar hängt die Hängematte hier an Hering und die Dinger sind ganze 2 Meter lang. Ja, und da kannst du es einfach überall in den Boden schlagen und dich da in die Hängematte legen. Ja, ich bin hier bei Bodenverankerung Igel und habe den Micha da. Micha, was kann man denn sonst noch bei dir kaufen, wenn es nicht gerade so 2 Meter Heringe sind? Die kleinere Variante. Ich habe im Grunde alles da, was Bodenverankerung für uns Pfadfinder und Buschkraft irgendwie wichtig macht. Von den kleinen 30 cm T-Eisenheringen über die verschiedenen Erdnägel. Das wäre halt sowas. Über Spirafix-Anker. Spirafix sind dann Anker, die zwar reingeschlagen werden, aber rausgeschraubt werden. Der klassische Sicherheits-D-Eisenhering. Was ist das Weiße da hinten? Das Weiße ist der Leuchthering. Das heißt, der ist weiß beschichtet. Das ist im Grunde ein normaler T-Eisenhering, der pulverbeschichtet ist. Und damit leuchtet er im Dunkeln 2 bis 3 Stunden. Ich persönlich stehe total auf Rot und deshalb habe ich ja auch eine rot-schwarze Kote mir zugelegt. Und jetzt war ich gerade eben hier und ja, hier gibt es irgendwie alles Mögliche in Rot. Was ist das denn? Sag mal, wer bist du denn und warum sind deine Zelte rot? Ja, ich bin der Werner Segler und ich finde Rot unheimlich schön, weil die sich nicht so aufheizen wie zum Beispiel die Schwarzen und halt der Dreck nicht so dreckempfindlich sind wie die Weißen. Ich liebe Rot und deswegen habe ich die auch hier rot stehen. Und was ist das Besondere an deinen Zelten? Ja, einmal ist es das Schlaufensystem. Ich war der Erste, der mit den Schlaufen gearbeitet hat. Das heißt, keine Knöpfe mehr. Aber meine Sachen sind kompatibel mit den ganzen Tortuga- und Strohmeier-Planen. Man kann die miteinander kombinieren. Dann das zweite System ist das Rainbow-System, was ein etwas andere Maße haben, aber auch vielfältiger einsetzbar ist. Das heißt, man kann von einer Kote bis in die Unendlichkeit. Der letzte Tag auf der Scouting Bushcraft Convention. Höchste Eisenbahn, sich mal die letzten Aussteller noch anzuschauen. So, ich bin hier bei Öventura und das neben mir ist der Benni. Benni, was macht ihr hier Schönes? Hi, ich bin Inhaber von Öventura. Wir verkaufen nordische Tipis von Ten Tipi und alles, was dazugehört, Feuerküche, alles, was... Drehen uns mal ein bisschen um hier. Genau. Schauen wir mal hier, die ganze Geschichte sehen kann. Wir haben ein eigenes Holzstangensystem entwickelt für das große Saphir Flex hinter mir. Optimal für naturpädagogische Gruppen wie Waldkindergärten oder anderes. Und selbst ist genau das unser Leben, auch privat. Also wir sind eigentlich mehr draußen wie drin. Und Hobby zum Beruf gemacht, Leidenschaft umgewandelt im Beruf. Also, besser kann es nicht laufen. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr gemütlich hier. Ich habe mir ja privat eine Kote zugelegt und jetzt laufe ich hier gerade rum und sehe, da ist eine schwarze Kote, da hinten ist sogar eine rote Kote und bei mir sind jetzt Trüffel und Opa von Die Jurte. Ihr heißt Die Jurte, warum habt ihr denn hier Koten stehen? Ja, die Firma Die Jurte hat der Zwecke damals gegründet, 89, und der ist leider letztes Jahr verstorben. Und somit hatte ich das außerordentliche Glück, diese Firma übernehmen zu dürfen. Und warum mache ich auch Koten? Weil wir uns eben auch lange auskennen. Er natürlich als BDPler und ich habe Joten- und Kotenseminar
gegeben, eine lange Zeit. Und deswegen kennen wir uns auch mit Koten aus. Und dann habe ich hier was ganz Tolles entwickelt, um zum Beispiel die Kote so leicht zu machen, dass wir die ins Kanu kriegen oder auf dem Fahrrad oder Motorrad. Und dann sind so Spezialsachen entstanden, die ich fertige und ich sag mal für einen nicht teuren Preis verkaufe. Geil. Finde ich richtig cool. Die nächste Fahrt kann auf jeden Fall kommen. So, jetzt habe ich hier einen Stand, wo ich gar nicht so genau weiß, was das ist. Der hat sich so ein bisschen versteckt auch. Der hebt sich gar nicht so richtig ab hier. Hui, wer bist du denn? Ich bin der Sven und ich mache die besten Gürtel der Welt. Gürtel? Ja. Was ist daran so besonders? Du kannst deine Ausrüstung an dem Gürtel festmachen, ohne dass er auf die Innenseite durchragt. Ist bequem, sicher, total flexibel. Du kannst deine Taschen, die zu groß sind, um sie ständig dran zu haben, einfach dran klicken. Und genauso mache ich auch alle mögliche andere Ausrüstung. Sogar die ich beim Nähen trage. Geil, voll praktisch. Vielen lieben Dank. So, meine Koffer sind gepackt. Ich verabschiede mich hiermit von der Scouting Bushcraft Convention. Ich hoffe, allen, die da waren, hat es Spaß gemacht und alle, die zu Hause waren und zugeschaut haben, haben Bock, nächstes Jahr vorbeizukommen. Bis dahin, alles Gute euch. Euer Mattes.